Hallo zusammen, wir befinden uns im Amerika der 1960er Jahre. Genauer gesagt in Philadelphia, wo die junge Julie Mannix mit ihrer reichen Familie lebte. Julies Mutter war Schauspielerin, ihr Vater ein erfolgreicher Autor, die unter anderem die Vorlage für den Disney-Film Cap und Capper geschrieben hatte. Julie wollte auch Schauspielerin werden und absolvierte nach ihrem Abschluss ein Praktikum an einem Theater auf Long Island. Dort lernte sie Frank Fontana kennen, einen 23-jährigen Backstage-Arbeiter aus der Bronx. Die 19-jährige Julie verliebte sich in Frank und die beiden verbrachten gemeinsam den Sommer. Kurz bevor Julie wieder zurück nach Philadelphia ging, erfuhr sie, dass Frank verheiratet ist und sie im dritten Monat schwanger war. Damals im Jahr 1963 galten außerehelich geborene Kinder als Schande und dieser wollten sich ihre Eltern nicht aussetzen. Abtreibungen zu dieser Zeit waren verboten, es sei denn, sie werden an geistig beeinträchtigten Frauen vorgenommen. Daher dachten Julies Eltern einen perfiden Plan. Sie ließen ihre Tochter in eine Psychiatrie einweisen. Dort musste Julie 6 Monate lang leben, 6 Monate, in denen sie sich weigerte zu sprechen, in denen sie stundenlang auf ihrem Bett lag und von einem normalen Familienleben träumte. Dann platzte ihre Fruchtblase. Am 19. April 1964 wurde Julies Tochter Amy geboren. Julie durfte sie einmal sehen aus einer Entfernung von gut 1 Meter. Dann wurde Amy weggebracht und Julie wurde gezwungen, ihre gerade geborene Tochter zur Adoption freizugeben. Erst dann durfte Julie die Psychiatrie verlassen. Inzwischen hatte sich Frank von seiner Frau scheiden lassen und schrieb Julie jeden Tag einen Brief. Jeder einzelne davon wurde jedoch von ihren Eltern abgefangen. Erst als Julie nach New York zog, um Schauspielerin zu werden, kamen sie und Frank wieder zusammen. Sie heirateten im Januar 1965 und bekamen 2 Kinder. Danielle geboren im Jahr 1965 und Frank Jr. geboren 1968. Den Geburtstag von Amy feierten sie jedes Jahr, obwohl sie nicht wussten, wo sich ihre Tochter befand und wie es ihr ging. Sie hatten das Datum sogar auf die Innenseite ihrer Eheringe gravieren lassen. Amy wurde von einem liebenden Ehepaar adoptiert und bekam den Namen Kathleen Mary Whistler. Bei ihrer Adoptivmutter, die 10 Jahre lang auf ein Kind hoffte, wurde Brustkrebs diagnostiziert, als Amy 4 Jahre alt war. 2 Jahre lang kämpfte die Frau gegen die Krankheit, verlor den Kampf aber im Jahr 1970. Der Vater wollte nicht, dass Amy und ihre Adoptivbrüder ohne Mutter aufwuchsen und heiratete deshalb schnell eine neue Frau. Deren Tochter ließ Amy gegenüber die Bombe platzen. Sie und ihre Brüder waren adoptiert. Mit diesem Wissen wuchs Amy auf, liebte ihren Adoptivvater und ihre Brüder so, als wären sie verwandt. Im Januar 1988 heiratete Amy, in den Jahren danach brachte sie 2 Töchter zur Welt. Erst dann erlaubte sie sich, über ihre leibliche Mutter nachzudenken. Amy kontaktierte den Verein, der ihre Adoption organisiert hatte und erhielt Informationen über ihre leiblichen Eltern. Alter, Größe, Haar- und Augenfarbe, mehr erfuhr sie nicht über sie. Amy hatte das Gefühl, dass sie noch nicht bereit sei, ihre Eltern zu finden. Erst als ihr Adoptivvater starb und sie sich plötzlich verlassen und einsam fühlte, machte sie sich auf die Suche. In den Unterlagen ihrer Adoption fand sie ihren Geburtsnamen, Amy Veronica Mannix, und fing an zu googeln. Sie fand heraus, dass ihre Mutter die Schauspielerin Julie Mannix war. Amy schrieb Julie einen Brief und als Julie sie anrief, offenbarte sie ihr, dass sie ihre leibliche Mutter ist. Nach mehr als 40 Jahren hatten Amy, Julie und Frank wieder zueinander gefunden. So Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.